Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wer hätte es gern am Spritzen? Da hinten sehen wir gerade einen Fendt auf dem Acker rumdüsen mit einer schönen Amazone-Scheibenecke. Der Fahrer, wer hätte es gedacht, ist der Julian. Mein Profi-Rennfahrer. Ja. Flitzt dann übers Feld. 6 Meter Arbeitsbreite, Scheibenecke von Amazone. Noch kein Gülleverteiler, aber könnte man nachrüsten. Aber wenn wir Gülle mit der Scheibenecke arbeiten, nur mit einer 7 Meter Scheibenecke, weil, bitteschön, nicht zu klein, gell? Der 1 Meter macht sehr viel Unterschied. Und auch nur mit einem 34 Kubik Fassel, 7 Meter Scheibenecke und dann gewinnt. So, jetzt nochmal hier Licht an. Ich habe die GPS ausgemacht. Bin auf D kommen für rechts lenken. Lasse ich mein GPS. Ah, oh, gut, fahr mal rechts. Passt. Kein Bock mehr auf dich. Es wird schon richtig dunkel, ey. Wir haben gesagt, dass wir jetzt in-game in 1,5 Stunden schlafen wollen. Das heißt wahrscheinlich für euch in 2 Folgen. Wenn es überhaupt, wenn es zufällig zwischen den Aufnahmen passiert, bitte nicht übel nehmen, aber dann nutzen wir das natürlich aus. Wenn es jetzt so 5 vor 21 Uhr ist oder 5 nach, dann. Also, wenn es jetzt 21 Uhr ist und jetzt noch 2 Minuten von der Aufnahme fehlen, dann lassen wir die 2 Minuten laufen und schlafen dann. Weil es ist natürlich unnötige Zeit, die wir da verbrauchen. Die paar Sekunden somit. Der ist schon wieder nur am Essen, hey. Entschuldigung. Vielleicht bin ich aktuell der, der am meisten hier mit Dünger und Spritzmitteln und so verbraucht, ey. Der Traktor ist wahrscheinlich schon so giftig. Einfach wegdrücken! Ja, der Traktor ist schon so giftig wahrscheinlich, dass wenn man ihn anfasst, man einfach umfällt. Dieses Pflanzenschutzmittel ist nicht so ganz gesund für die Haut. Der Dünger ist auch nicht so ganz gesund. Wenn er nur dafür hergenommen wird, dann ist das natürlich mehr schlecht als recht. Will der einfach telefonieren, der Zipfel? Ich musste tatsächlich telefonieren dazu gehen. Ich glaube, es hat bei ihm wenigstens weiter weiter. Wenigstens etwas. So. Ah, wieder da. Ja, einfach wegdrücken hier. YouTube-Aufnahme, zack, bumm, weggedrückt, weißt du? Keine Sprechstunde. Musst du ja in Zukunft schreiben, dass du von da bis da deine YouTube-Aufnahme hast. Dass du von da bis da nicht erreichbar bist. Genauso, als würdest du auf Expedition fahren und würdest nie wieder kommen, weißt du? Wenn du sagst, ja, ich bin jetzt von da bis da nicht mehr erreichbar. Das war ja nicht erreichbar. Hast du weggedrückt oder was? Ah, na. So hängen. Mit der Aufnahme. Tschüss.
So würde ich das machen, so würde ich das machen. Ich wäre in der Aufnahme statt des Straftäter. Hat gleich weggebuchtet. Wie weit bist du? Hälfte? Ja. Über der Hälfte schon. Ja. Ach, Masse Streifen. Ja, na, zwei wieder. Na, okay, also du machst immer so Streifen. Wir waren mit Streifen dann wieder nacharbeiten. Ja. Strohdose ist schon unterarbeiten, oder? Etwas. Na, nur nicht. Können wir jetzt dann. Volle Arbeitsbeleitung plus Fernlicht. Natürlich. Sonst sieht man nichts. Sonst sind wir blind. Okay. Dass wir das Spiel machen. Wie sind Fronttaxi zu vorne so beschissen? Runter ist echt unglaublich. Wenigstens hat er Licht da drin. Jetzt brauche ich noch zweieinhalb Bahnen, ey. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal Spritzmittel auffüllen. Mein Handy oder Hunger? Gib mir Strom! Gib mir mehr Energie! Ich habe jetzt leider keine Ladekapazität. Noch mehr Energie! Weil Huawei P20 Lite oder schon den neuen Sticker drauf, das iPhone. Ah ja. Und ich habe Suche bei P8 oder nur den alten gehabt. Naja. Und ich hab gefühlt 1000 Ladekabel. Fürs alte. Ja, und gerade eins fürs neue. Deswegen habe ich mir gesagt, dass jedes Handy, was ich mir hole, den ganz normalen Android-Stecker hat. Ja, aber glaube ich, es kriegt jetzt jedes neues Handy so einen Stecker. Dann sollen sie das mal erstmal durchbringen. Wenn ich ein Handy mit alten Stecker haben will, dann bekomme ich das. Im Notfall lasse ich es selber umbauen. Es gibt ja so Adapter dafür, weißt du? Ja, genau. Also ich kaufe mir halt 18 Adapter und stecke die auf alle meine Kabel drauf, weißt du? Hm. Bin ich immer noch günstiger, als wenn ich mir 100 neue Kabel kaufen muss. Ja, nun, jetzt habe ich ein 3 Meter Kabel fürs Handy zum Laden. Jetzt sag mir mal einen Laden, der den 3 Meter Kabel verkauft. Gibt es nicht. Ich brauche jetzt wieder AUX-Kabel, weil meins kaputt ist. Hm. Dass ich mein Unlock wieder am Computer schließen kann. Naja. Ich sag mal so, in dem Wasser hier, also in dem Bach nebenfällt 15, da sind keine Fische mehr drin, hoffe ich. Ansonsten werden sie jetzt an Pflanzenschutzgift verrecken. Ich bin jetzt der absolute Fischkiller. An alle Fische da draußen. Fangt die Fische, bevor ich komme, sonst sind sie weg. Vom Fenster. Da könnt ihr sie mit dem Kescher von der Oberfläche abkratzen. So, dann fangen wir mal jetzt wieder Herbizide holen. Natürlich, weil wir wissen, dass man mit Arbeitsbeleuchtung nicht auf der Straße fahren darf, machen wir den natürlich aus. So vorbildlich sind wir. Drauf geh. Was drauf geh? Geschissen. Ja. Wenn er 2 Meter Strecke nimmt, mein ganzes Bier holt's. Ja, nee, ich fahr jetzt von Feld 15 wieder zum Shop hoch, weißt du? Naja, dann. Wenn ich auf dem Feld drehe, dann ist mir das auch Schnuppe, aber. Wenn ich jetzt von Feld 15 zum Hof von da, dann hört das auch los. Ja, ich fahr ja nicht zum Hof, ich fahr ja zum Shop. Ja, aber wenn es zum Hof von da. Ja, dann auch.
Ja, das ist auch relativ schnuppe. Die Herbizide, also die Herbizide, die haben jetzt genau für ein Feld wahrscheinlich gereicht dann. Nur 45 Minuten fürs Düngen dann noch. Lass dir mal Gas geben. Ich geb schon Vollgas. Ich kann mir Zeit lassen. Ich habe jetzt noch zwei Bahnen zum Spritzen und dann. Dann hängen wir wieder um von der Spritze am Düngestreuer und dann geht's da weiter. So, wir treffen beim Feld ein. Ausbeleuchtung vorne an, Ausbeleuchtung hinten an. Spritze ausklappen, alles während der Fahrt auf der Straße. So, haben wir hier genau die Bahn, die wir nehmen müssen. Perfekt geplant hier. So, und weiter geht's. Vorletzte Bahn, dann sind wir fertig. Ich glaube, den Traktor, wenn du ihn anfasst, kippst du um vor lauter Gift. Ich Kunstdünger ist ja auch nicht so gesund, gell? Eben, also mit dem war ich jetzt Kunstdünger streuen und Dings, also Herbizide ausbringen. Beides ist nicht. Weil es jetzt nicht so gesund für die Haut. Hast du einen Luftfilter drin? Einen Luftfilter habe ich drin, ja. Kannst du mal von der Klimaanlage halt. Die Gefahr ist halt eher beim Abhängen, weißt du? Ja. Ich würde sagen, dagegen gibt es nur eine Lösung. Das nennt sich während der Fahrt abhängen. Und der Vollgas mit 50 einfach abwerfen den Ballast. Also in echt tust du es, danach das alles reinigen mit Wasser. Also erst die Düsen reinigen und dann die Dings abstrahlen mit dem Kehrer und dann passt es auch wieder. Wechsel an der Stelle, wo du gekarrt hast, kein Unkraut mehr, aber. Sei eh das, was die meisten Landwirte wollen. Ich schalte jetzt mein Herd mehr aus. Ja. Machst du ein paar Bilder? Jo. Also dann seht ihr. Habt ihr letzte Woche Freitag? Seht ihr jetzt die Bilder? Also ihr habt letzte Woche Freitag die Bilder gesehen, die ihr Julian jetzt aufnimmt. Ja. Wunderschön. Aber du hast ja nicht einige am Freitag gekostet, gell? Ja, nicht nur die, die ich von dir bekommen hab. Aber auch nicht alle. Oder? Die, die ich halt bis um Dings oder früh hatte, weil ich danach halt nicht zu Hause war. Das war das Problem. Weil meine zwei MB-Drucks haben nicht gekommen. Ja, die kommen alle nächste Woche. Ich war die ganze Zeit im Garten, weißt du? Ich hab mir erst gedacht, ja, wenn dir das jetzt jemand per Instagram schickt, dann kann ich es noch gleich hochladen. Es hat keiner getan, sie haben mir alle das über Dings geschickt, wie ich es ja eigentlich wollte. Und da war ich halt nicht so dran, weißt du. GS. Aber gibt ja Schlimmeres als anstatt 50 vier Bilder kamen so. Habe ich mal, dass ich den Chat stumm geschalten habe. Ja, habe ich. Meine ich. Komm, fahr schnell, du Dreckspritze, ich muss noch düngen. Das Schlafen wird sich ein bisschen verzögern. Oder wir lassen es mit einer Düngestufe und hoffen, dass wir in der Früh noch düngen können. Ist draußen? Ja. Wunderbärchen.
Was ist mit GPS? Ich sag jetzt Streifen. Ja, der lenkt ja eh da rein, also. Du weißt ja ungefähr, wo du hin musst. Die Streifen sind sehr, wenn du das HUD ausblendest, gell? Nicht mehr. Oder wenn du halt die Streifen ausmachst. Wenn's hat, mit U ausschützt. Ja, genau. Hier blinkt es und hier geht es zu fließen über. Das ist geil. So, fertig. Mit Spritzen. Das heißt, schnell wieder zum Hof düsen. Warum ist es denn 20:05? 46. Da hat er mal sagen, 14 Minuten müssen. Am Arsch lecken, ich mach das jetzt so fertig. Aber Vollgas. Dafür stelle ich den jetzt auch ordentlich in die Garage, also. Und dafür sollten wir jetzt schon noch Zeit nehmen, dass das Feld dann voll gedüngt ist. Du musst ja eh nur hoch und runter fahren. Das kannst du auch, wenn es stockdunkel ist. Ja. Hier war eine gescheite Bearbeitsleitung. Ja. Ja. Das heißt, muss ich noch Dünger auffüllen gehen? Weil 800 Liter Dünger werden uns nicht reichen. Warum steht denn eigentlich die Seemaschine mit dem Fendt-Palschum drin? Warst du da dran? Jo. Merkt man. Hat keiner gesehen. Technobeat. Dun, 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 dun. Abfahrt. Aber in diesem Sinne sage ich auch, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn das heißt, wir düngen schnell Feld 15, dann gehen wir schlafen. Servus!